bestätigt. Wir kommen zum Punkt 2612, Umwandlung Gaußstraße in verkehrsberuhigte Zone. Einreicher ist hier die Fraktion AfD und Herr Wiedemann stellt uns den Antrag vor. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Dieser Antrag passt natürlich auch sehr gut sicher zur Schule. Die Gaußstraße, in dem es um diesen Antrag geht, ist eine rund 350 Meter lange Verbindungsstraße zwischen Altrachau und Rachau. Auf der einen Seite der Straße befindet sich die Hufewiese, eine der letzten großen Grünflächen in Dresden. Und auf der anderen Seite Gärten und ein Garagenkomplex, ein Wohnhaus sowie eine Zufahrt zu einem weiteren Haus. Weiterhin führt diese Straße durch eine Unterführung der Deutschen Bahn hindurch. Ziel des Antrags ist es, diese Straße mit derzeit Tempo 30 in einen verkehrsberuhigten Bereich mit dem Zeichen 325.1 umzuwidmen, um die Sicherheit der Kinder und Fußgänger zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität demnach zu verbessern. Das blaue Rechteck, Verkehrsschild mit dem weißen Piktogramm, die ein Fahrzeug, ein Haus mit Straße und eine Person darstellen, dürfte Ihnen allen bekannt sein. Der Oberbürgermeister soll mit diesem Antrag den Prüfauftrag zur Umwandlung der Straße bekommen. Aber warum soll die Straße verkehrsberuhigt sein? Welche Voraussetzungen bringt sie mit? Hier ein paar Punkte, die für einen verkehrsberuhigten Bereich sprechen. Die Straße ist ein Schulweg für die Schüler der 56. Oberschule am Drachenberg in Drachau. Auf dieser Straße lernen Kinder das Fahrradfahren, Skaten und sind auch beim Ballspielen aktiv. Auf dieser Straße überwiegt die Aufenthaltsfunktion, das heißt, der Fußgängerverkehr ist höher als der motorisierte Individualverkehr. Dieser ist jedoch sehr wohl vorhanden und es kann gefährlich sein, wenn Kinder auf dieser Straße ohne Fußweg gehen oder spielen. Es gibt keine Gehwege, ein niveaugleicher Ausbau der Straße ist gegeben. Er dient als Weg zu den Hufewiesen, auf der verschiedene Vereine Feste, wie zum Beispiel das jährliche Drachenfest oder Kinderlager veranstalten und diese Straße mit einbeziehen. Es sind nur wenige Anlieger an dieser Straße. Der Zugang zu diesen wäre zum Beispiel durch die Müllabfuhr oder die Post mit reduziertem Tempo bei motorisierter Anfahrt gewährleistet. Was bedeutet das für den motorisierten Verkehr auf dieser Straße? Die Fahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußverkehr darf nicht durch den Fahrzeugverkehr gefährdet oder behindert werden. Wenn nötig, muss der Fahrzeugverkehr warten. Der Fußverkehr darf den Fahrzeugverkehr aber nicht unnötig behindern. Fahrzeuge müssen innerhalb gekennzeichneter Flächen geparkt werden. Ausgenommen ist davon das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. Der Fußverkehr darf die ganze Straßenseite benutzen. Spielende Kinder sind überall erlaubt. Was müsste getan werden, um diese Straße in eine verkehrsberuhigte Zone umzuwandeln? Es müssten durch die Landeshauptstadt die Schilder mit dem Zeichen 325.1 am Anfang der Zone und die Schilder mit dem Zeichen 325.2 am Ende der Zone aufgestellt werden. Weiterhin sollten Bereiche durch Schwellen oder Auflasterungen verkehrsberuhigt wirken. Ein Votum im Stadtbezirksbeirat ergab eine breite Zustimmung zur Verkehrsberuhigung der Gaußstraße ohne Nein-Stimmen. Wie beschrieben, es gibt auf dieser Straße motorisierten Verkehr, vor allem wenn diese Straße als Ausweichstraße bei Straßenarbeiten in der Umgebung dient. Nur durch den Charakter der Straße, sehr viel Grün, keine Fußwege, wirkt diese jetzt schon wie eine verkehrsberuhigte Straße und es kann in bestimmten Situationen für Fußgänger gefährlich sein, wenn Autos mit 30 dort langfahren. Im Sinne der Sicherheit, insbesondere für die Kinder, sowie des Umwelt- und Klimaschutzes, lehnen Sie den federführenden Ausschussbericht ab und stimmen Sie somit unserem Antrag zu. Die Pieschner Bürger werden es Ihnen danken. Vielen Dank. So, mir ist nur ein Redebeitrag gemeldet. Insofern würde ich auf die Fraktionsrunde verzichten, außer es regt sich dagegen Widerstand. Dann wäre Herr Böhm der Nächste. Ja, ich
Ja. Wir machen das ganz kurz. Ich sage mal, wir sind ja immer für Verkehrsberuhigung, immer für Spielstraßen im Nebenstraßennetz. Aber in dem Fall muss ich mal sagen, also wenn wir damals vor 7, 8 Jahren dem Bürgermeister Marx gefolgt wären, der an der Gaußstraße dort Einfamilienhäuser bauen wollte, was gegangen wäre, rein planungsrechtlich, dann wäre das sicherlich heute ein sinnvoller Weg, dort eine Verkehrsberuhigung durchzuführen. Aber ganz ehrlich, die Straße hat spielt so eine untergeordnete Rolle. Ich meine, dass der Stadtbezirksbeirat mit seiner Weisheit dort zugestimmt hat, ist okay, aber ich glaube, das ist kein Stadtratsthema. Es ist auch kein Thema, dort eine weitere Verkehrsberuhigung durchzuführen, eine Spielstraße anzuordnen. Das ist einfach eine Straße, die nicht immer in einem sehr, sehr guten Zustand ist, die da irgendwo die Industriestraße und Altrachau verbindet. Nee, danke. Gibt es weiteren Aussprachebedarf? Das kann ich nie feststellen. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Wir haben ein negatives Ausschussvotum. Das heißt, wer zustimmt, lehnt ab. Und entsprechend würden wir jetzt in die Abstimmung kommen zum federführenden Ausschuss. So, damit hat der Antrag keine Mehrheit gefunden. Das Ausschussvotum wurde bestätigt.